Ja, ist schön, wieder hier zu sein und mit euch Gottes Wort zu studieren. Ich habe euch wieder einiges mitgebracht aus der Bibel. Und es gab eine Zeit bei den Israeliten, da haben die unter dem Hohepriester Esra haben die Schriftrollen wiedergefunden. Ja? Also die waren mal eine Zeit lang verschwunden. Und da haben sie sich so drüber gefreut, dass sie sich nur daraus vorgelesen haben, gegenseitig. Und ja, ich habe euch halt auch einiges wieder aus der Bibel heute mitgebracht. Ich möchte aber mit einem Wort anfangen von William Paley. William Paley ist ein Theologe, Forscher, Philosoph gewesen im 18. Jahrhundert. Und der hat ein Werk rausgebracht, das heißt The Natural Theology, ein Standardwerk mit drei Bänden. Und da beschreibt er das Leben voller Güte und Freude. Dies ist eine glückliche Welt, erfüllt von Daseinslust. An einem Frühlingsmittag oder Sommerabend erblicke ich, wo immer ich die Augen hinwende, Myriaden von glücklichen Geschöpfen. Da denke ich mir so, wow, das ist lebensbejahend, oder? Andererseits habe ich mir gedacht, so, hat er irgendwas Falsches geraucht am frühen Morgen? Meint er das wirklich ernst? Ich weiß es nicht, aber ich denke es mir, dass er es wirklich ernst meint. Und vielleicht war seine Umgebung ja auch tatsächlich so, dass er halt dieses Glücksgefühl hatte, diese Schönheit gesehen hat und Daseinslust verspürt hat. Und mir geht es manchmal auch so, vor allen Dingen, wenn ich auf die Jagd gehe, wenn ich da so im Wald sitze und dann sehe ich so, wie das Rehlein rauskommt und das kleine Kitz kommt hinterher und dann hoppeln da so die Häschen auf der Wiese rum, dann kommt irgendwann der Fuchs und später noch der Dachs. Und dann denke ich mir auch so, wow, das ist so friedvoll, so voller Güte, so voller Schönheit. Und dann sehe ich so, wie die Insekten in der Abendsonne tanzen. Und dann denke ich mir so, wie war es eigentlich in meiner Jugend? Da gab es viel mehr Insekten als heute. Wenn wir früher in den Urlaub gefahren sind, dann war die Windschutzscheibe voll mit Insektenflatschen, die wir auf der Autobahn mitgenommen haben. Da musste man bei jedem Tankstopp die Windschutzscheibe sauber machen. Wenn ich früher Motorrad gefahren bin, meine Lederkombi war immer voll mit diesen gelben, grünen, ekligen Flecken. Ich musste mein Visier immer abwischen. Heute fahre ich 3, 4, 5 Tage, langes Wochenende fahre ich los, muss ich gar nichts abwischen. Und dann schweift mein Blick so weiter an den Waldrand und dann sehe ich die Bäume, wie die Blätter gekräuselt sind, jetzt schon gelb oder braun. Die Bäume sehen richtig krank aus. Und dann bin ich irgendwie in der Realität angekommen. Ich war in Österreich auf Jagd. Okay. Tolles Erlebnis. Und da sind mir zwei Sachen aufgefallen, beziehungsweise sind hängen geblieben. Das erste war das Wort Angst. Ist ein Wort, ein deutsches Wort, was mittlerweile sogar in den englischen Sprachgebrauch Einzug gehalten hat. Und da ist oft über Angst geredet worden, ja, unter uns Jägern. Das sind alles gestandene Männer, die können aus dem Vollen schöpfen, denen geht es eigentlich gut. Und die reden von Angst. Angst vor dem Krieg, aber nicht so sehr vor dem putinschen Krieg, sondern mehr vor dem Bürgerkrieg, der uns vielleicht bevorsteht. Angst vor der Inflation. Angst vor der Energiekrise. Teilweise, man fährt tanken und ich stelle mir die Frage, sag mal, hast du eigentlich gerade den ganzen Laden gekauft oder hast du nur getankt? Angst. Wovor hast du Angst? Hast du davor Angst, dass du vielleicht deine Rechnungen nicht mehr bezahlen kannst, morgen oder übermorgen? Macht es dich besorgt, wenn der Deutsche Städtetag sagt, wir bangen um den sozialen Frieden? Hast du Angst davor? Ich habe dir mal einen Faktencheck mitgebracht.
wie die Welt so im Moment aussieht, wie sich die Welt entwickelt hat. Da seht ihr zur linken Seite, dass die Naturkatastrophen zugenommen haben. Von 1980 bis 2019 um krasse 400%. Dann in der Mitte Kriege. Wir denken alle so, es gibt nur den Ukraine-Krieg. Aber das stimmt nicht. Es sind an die 30 bewaffnete Konflikte auf der gesamten Welt verstreut. Manche sind mehrere Jahre alt, manche sind mehrere Jahrzehnte alt. Wir haben gerade irgendwie Afghanistan nach 20 Jahren befriedet. Ja, würde ich mal ein großes Fragezeichen hinter machen. Corona, Klimawandel sorgt dafür, dass der Hunger in der Welt nach oben geht. In Afrika um 10%, da denkst du, das ist ja nicht so viel, aber die haben eh schon ein Problem, weil Ernährungsunsicherheit liegt bei denen schon bei über 50%. Die anderen Steigerungen sind bei 30%, also in der Welt wird der Hunger zunehmen um ungefähr 20%. Und wir sehen hier, dass man mal was gegen den Hunger unternommen hat, von 2005 geht hier runter, aber leider ist die Prognose, dass in 2030 die Zahl von 2005 überstiegen ist. So sieht es in der Welt aus. Macht dir das Angst? Ich sag dir was. Selbst Jesus spricht davon. Selbst Gott sagt, schlimmer geht immer. Ich lese mal vor aus Offenbarung 6, Vers 8. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name war der Tod, und die Hölle zog mit ihm einher. Und ihnen wurde Macht gegeben über den vierten Teil der Erde, 2 Milliarden Menschen, zu töten mit Schwert und Hunger und Tod und durch die wilden Tiere auf Erden. Und Jesus zu seinen Lebzeiten spricht, denn es wird sich ein Volk gegen das andere erheben und ein Königreich gegen das andere. Und es werden Hungersnöte sein und Erdbeben hier und dort. Das alles aber ist erst der Anfang der Wehen. Dann werden viele zu Fall kommen und werden sich untereinander verraten und sich untereinander hassen. Und es werden sich viele falsche Propheten erheben und werden viele verführen. Und weil die Missachtung des Gesetzes, die Missachtung der 10 Gebote, die Missachtung der Bibel überhand nehmen wird, wird die Liebe in vielen erkalten. Das sagt Gott. Jesus war so wichtig, dass er sagt, okay, ich will, dass ihr wisst, was noch kommt, dass er dem Johannes diktiert hat in Offenbarung und sagt immer, schreib auf, Johannes, ich weiß, du verstehst nicht alles, aber schreib es auf, es ist wichtig. Schlimmer geht immer. Und dann ist mir noch was aufgefallen in Österreich. Und das sehen wir im nächsten Bild. Was ist daran falsch? Jesus hängt am Kreuz. Das haben die in Österreich und in Bayern ganz oft, dass Jesus so dargestellt wird. Die hören also sozusagen am Karfreitag hören die auf. Jesus ist nicht vom Kreuz herabgestiegen und ist auch nicht auferstanden. Wenn das stimmt, dann hab Angst. Wenn das stimmt, dann hab Angst. Hab Angst vor galoppierender Inflation, hab Angst vor Massenarbeitslosigkeit, hab Angst davor, dass der Sozialstaat zerfällt, hab Angst davor, dass der Mob auf die Straße geht und sich irgendwann holt, was er braucht, von denen, die mehr haben. Hab Angst vor Bürgerkrieg, hab Angst vor Tod und Teufel. Ja, wenn das stimmt. Stimmt das denn? Nee, stimmt nicht. Was sagt die Bibel? In Römer 6, 4 bis 5 lesen wir,
Durch die Taufe sind wir also mit Christus gestorben und begraben. Und wie Christus durch die Herrlichkeit und Macht seines Vaters von den Toten auferweckt wurde, so haben auch wir ein neues Leben empfangen und sollen nun so handeln, wie es diesem neuen Leben entspricht. Denn wie wir seinen Tod mit ihm geteilt haben, so haben wir auch Anteil an seiner Auferstehung. Sind wir aber mit Christus gestorben, dann werden wir auch mit ihm leben. Davon sind wir überzeugt. Wir wissen ja, dass Christus von den Toten auferweckt worden ist und nie wieder sterben wird. Der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Schlimmer geht immer, habe ich eben gesagt. Aber nicht, wenn du mit Jesus unterwegs bist. Nicht, wenn du mit Gott unterwegs bist. Denn Gott hat dir zwar gesagt, was alles Schlimmes passieren wird, ja, aber er hat dir auch die Lösung angeboten. Denn die Lösung ist er selber. Er verspricht uns in Matthäus 6, 25 bis 27, darum sage ich euch, macht euch keine Sorgen um euren Lebensunterhalt. Um Nahrung und Kleidung. Bedeutet das Leben nicht mehr als Essen und Trinken und ist der Mensch nicht wichtiger als seine Kleidung? Seht euch die Vögel an, sie säen nichts, sie ernten nichts und sammeln auch keine Vorräte. Euer Vater im Himmel versorgt sie. Meint ihr nicht, dass ihr ihm viel wichtiger seid? Und wenn ihr euch noch so viel sorgt, könnt ihr doch euer Leben um keinen Augenblick verlängern. Macht ihr keine Sorgen. Macht dir keine Sorgen, denn der Herr sorgt für dich. Das heißt jetzt nicht, dass du die Hände in den Schoß legen sollst. Du tust das, was du tun kannst. Aber er sorgt für den Rest. Und dann brauchst du auch keine Angst haben. Ich will sagen, nur dann brauchst du keine Angst zu haben. Er sagt weiter, Gott kann euch so reich beschenken, ja mit Gutem geradezu überschütten, dass ihr zu jeder Zeit alles habt, zu jeder Zeit alles habt, was ihr braucht. Und sogar mehr als das. So könnt ihr auch noch anderen auf verschiedenste Art und Weise Gutes tun. Kommt die Kirche ins Spiel. Durch eure Unterstützung zeigt sich, wie sich euer Glaube bewährt. Dann werden die Beschenkten Gott loben, weil ihr euch so treu zur rettenden Botschaft von Christus bekennt und so bereitwillig mit ihnen und mit allen anderen teilt. Das ist unsere Aufgabe. Und dann frage ich mich, okay, was bedeutet das für mich und dich persönlich, auf der einen Seite? Und was bedeutet das für die Kirche? Im persönlichen Bereich, finde ich, gibt es so ein paar praktische Anmerkungen oder praktische Beispiele. Ich war mal in Südafrika auf Mission unterwegs und da haben wir in den Townships, in den Slums haben wir da gearbeitet. Und ja, die haben Elektrizität, aber nicht immer. Manchmal geht das ganze Ding, das ganze System bricht zusammen und dann ist auf einmal dunkel. Irgendwann kommt es dann wieder, aber hey, da ist kein Strom da. Oder fließend Wasser, nirgendwo. Da geht man zum Brunnen und holt Wasser. In Jerusalem ist umgeben von Wüste, sage ich jetzt mal, und da ist Wassermangel an der Tagesordnung. Die haben nicht so viel Wasser. Von denen, was sie uns die ganze Zeit hier sagen, ja, Wasserknappheit, man sieht es allerorten. Ja klar, der Po hat kein Wasser mehr, der Rhein hat kein Wasser mehr, die Weser hat kein Wasser mehr. Der Gardasee ist um 1 Meter oder 1,5 Meter abgesackt. Ja, das ist ein Problem. Aber in manchen Ländern ist das an der Tagesordnung. So wie in Jerusalem. Und Jerusalem beispielsweise haben wir gespült, aber nicht mit Spüli, sondern einfach so. Und das Abwasser ist natürlich in den Garten gekippt worden, die Blumen zu wässern. Wenn ich geduscht habe, stand immer ein Eimer,
da und das Abwasser, sage ich jetzt mal, wurde zumindest zum Teil aufgefangen. Und das ging natürlich in den Garten. Und das können wir auch machen, das ist überhaupt gar nicht schwierig. Und ich denke, wir müssen so allmählich damit anfangen. In Shanghai gibt es keine Heizung. Ja, jetzt guckst du so, wie keine Heizung? Nee, gibt es nicht. Im Norden von China gibt es Heizung, ja. Aber in Shanghai nicht. Ich glaube, ich habe das auch schon mal erzählt, aber ist egal. Da gibt es Klimaanlagen für den Sommer. Und im Winter ist nur so ein laues Lüftchen. Das macht die Wohnung aber nicht warm. Also, was habe ich getan? Ich hatte 4 Monate lang eine Daunenjacke an. Und zwar auf der Arbeit, draußen sowieso und zu Hause. Ich hatte eine Daunenjacke an, immer. Nur wenn ich ins Bett gegangen bin, dann nicht. Das geht, das ist alles machbar. Dafür brauchen wir uns nicht zu sorgen, da können wir uns umstellen. Und was bedeutet es für uns als Gemeinde? Wir waren gerade auf dem Willow-Kongress in Leipzig. Und da ist viel, viel, viel geredet worden und viele tolle Gedanken und Impulse. Und ich habe euch mal so 2 oder 3 mitgebracht. Und zwar Father James Mellon aus Kanada. Den fand ich ziemlich cool, den Typen. Der hat gesagt, from maintenance to Mission wäre das Gebot der Stunde. Da muss die Gemeinde hin. Was meint das? Also von der Bestandsbewahrung hin wieder in die Mission. Bestandsbewahrung, ich glaube, jede Kirche hat irgendwie damit zu kämpfen. Und ich glaube, wir auch. Das ist halt so ein schöner kleiner Club und jeder kennt sich. Und dann trifft man sich jeden Sabbat, Samstag. Ja, und dann isst man hinterher ein bisschen was zusammen. Ist irgendwie so schön. Und was ist mit den Leuten da draußen? Was machen wir mit denen? Ich bin vorgestern mit dem Motorrad gefahren und stehe auf einmal hinter so einem Fahrzeug und da sehe ich einen Aufkleber, da steht, wir bleiben Heiden. Ich war erstmal total irritiert von diesem Spruch, wie kann man sowas sagen, ja? Und welchen Mindset hat man, wenn man sowas sagt, okay? Wir bleiben Heiden und da gucke ich ein bisschen genauer dahin, dann ist da drunter der Fisch, das Symbol für Christentum. Und darauf sitzen 2 Krähen und hacken den Fisch an. Okay? Und ich denke mir, okay, was ist mit denen? Ich habe sofort für die Frau, es war eine Frau am Steuer, eine ältere, ich habe sofort für die gebetet. Dass der Herr irgendwas tut, dass der Heilige Geist kommt und sie davon befreit. Von dieser Denke. Und ich glaube, das ist unsere Aufgabe tatsächlich, ja. Für Menschen zu beten, für Menschen das Evangelium wieder zu präsentieren. Wenn du verstanden hast, dass das Kreuz leer ist, dass Jesus da nicht mehr hängt, sondern gekreuzigt wurde, gestorben ist und wieder auferstanden ist, dann ist es deine und meine Pflicht, das auch weiterzugeben. Weil das ist die einzige Hoffnung der Welt. Die bei Willow haben nach meinem Dafürhalten einen guten Schulterschluss hinbekommen. Wenn früher Bill Hybels immer gesagt hat, die lokale Kirche ist die Hoffnung der Welt, dann haben sie jetzt gesagt, so Jesus, weil Jesus die Hoffnung der Welt ist. Und das stimmt auch. Jesus in Kombination mit der lokalen Kirche, mit denen, die glauben, mit denen, die das verstanden haben. Zugegeben, die Bibel ist manchmal kompliziert, okay? Da versteht man nicht alles. Ich auch nicht sofort auf Anhieb. Aber das Evangelium ist so einfach und so simpel, dass es schon fast wehtut. Und mir tut es im Herzen weh, wenn Leute sagen, wir bleiben Heiden. Wir wollen nicht. Lass mich in Ruhe, Jesus. Das tut mir persönlich weh. Und wenn wir dieses Evangelium halt predigen oder einfach
die Hoffnung den Menschen dadurch geben, ja, die Ängste zu nehmen, sagen, da ist jemand, da ist Gott, der für dich einsteht, der für dich alles getan hat, der für dich gestorben ist. Jesus musste sein Blut vergießen, für alle von uns. Und wenn wir das weitergeben, dann kann das auch wirklich nur funktionieren, wenn wir mit dem Heiligen Geist unterwegs sind. Weil der nächste Punkt von Father James Mellon war, the church must be Pentecostal, also wieder so wie Apostelgeschichte 2. Dass die Kirche durch den Heiligen Geist befeuert wird und dass wir eben zusammen mit dem Heiligen Geist die Menschen ansprechen. Finde ich super wichtig, super, super wichtig. Und dann Craig Groeschel, der hat gesagt, bleibe mutig, auch wenn alle anderen gehen. Ja, lass uns mutig bleiben. Auch wenn das für manche Menschen radikal ist. Wenn manche Menschen sagen so, ach, das muss doch alles irgendwie viel, viel toleranter sein. Natürlich. Petrus hat gesagt, okay, du sollst immer Zeugnis ablegen, immer bereit sein, Zeugnis abzulegen von der Hoffnung, die dich hält, die dich trägt. Aber tu es mit Sanftmut und Barmherzigkeit. Und Jesus Christus ist sanftmütig, barmherzig und gnädig. Aber er ist auch sehr, sehr bestimmt in seiner Aussage. Er zeigt immer auf sich, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Das ist radikal, ja. Lasst uns auch so radikal sein und mutig bleiben, selbst wenn die Menschen gehen. Und Jesus selber sagt, die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Da ist eine große Ernte. Ich glaube, mein Vater, der hat letztens gesagt, Christentum in Deutschland liegt bei 5% mittlerweile. 5% ist nicht viel, oder? Was machen die ganzen anderen Menschen? Was treibt die um? Die Angst vor dem, was kommt? Oder die Hoffnung, die durch Jesus Christus entsteht? Und sind wir Teil davon? Machen wir mit? Sind wir in Gottes Plan ein entscheidender, aktiver Faktor? Ich glaube, der Apostel Paulus ist ein sehr, sehr gutes Beispiel für das Verbreiten des Evangeliums, für das Christsein in einer ziemlich dunklen Welt. Weil er war auch Teil einer dunklen Welt. Und was sagt er? Gott selbst hat dafür gesorgt, dass ich mir auf die unbeschreiblichen Offenbarungen, die ihm ja nun mal zuteil geworden sind, die ich empfangen habe, nichts einbilde. Deshalb hat er mir ein quälendes Leiden auferlegt. Ihr kennt alle diesen Dorn in seiner Seite, denke ich mal. Darauf spielt er hier an. Ein Engel des Satans darf mich mit Fäusten schlagen, damit ich nicht überheblich werde. Dreimal schon habe ich den Herrn angepflegt, mich davon zu befreien. Aber er hat zu mir gesagt, meine Gnade ist alles, was du brauchst. Meine Gnade ist alles, was du brauchst. Denn gerade wenn du schwach bist, wirkt meine Kraft ganz besonders an dir, sagt Jesus. Und dann sagt Paulus, darum will ich vor allem auf meine Schwachheit stolz sein. Dann nämlich erweist sich die Kraft von Christus an mir. Und so trage ich für Christus alles mit Freude. Die Schwachheiten, Misshandlungen und Entbehrungen, die Verfolgungen und Ängste. Denn ich weiß, gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark. Jesus Christus sagt, ich bin das Licht der Welt, das Licht ist in die Dunkelheit gekommen und die Dunkelheit kann es nicht auslöschen. Jesus Christus ist davon runtergestiegen.
und ist wieder auferstanden und hat uns dadurch Erlösung gegeben und Hoffnung. Wir brauchen keine Angst haben vor dem, was kommt. Und seine Gnade soll uns genügen. Durch seine Gnade sind wir erlöst. Und das, denke ich mal, muss jeder Mensch irgendwie mal hören. Und dafür sind wir gemacht. Und vielleicht sagen die Leute, naja, ist alles Mumpitz, was du da erzählst, Gutendorf. Oder wenn ihr mit denen sprecht, ist doch alles Schnickschnack. Ist alles ein großer Marketing-Gag mit der Kirche und mit Jesus und Kreuz und Auferstehung und bla 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 und Evangelium. Kann sein, dass die das sagen. Aber dann möchte ich an dieser Stelle C.S. Lewis zitieren, der sagt, wenn es nicht stimmt, dann hat es keine Bedeutung. Dann hast du halt an irgendwas geglaubt, was dann am Ende nicht wahr wird. Aber dann hat es keine Bedeutung, dann ist es egal. Aber wenn es stimmt, wenn die Bibel recht hat, wenn es stimmt, dann bedeutet es alles. Alles. Ich möchte mit euch beten. Himmlischer Vater, großer Gott, Herr Jesus Christus und Heiliger Geist, ich muss euch alle drei ansprechen. Herr, du bist so groß und so gütig. Du hast alles so schön gemacht. Nur wir schaffen es oft nicht, dir nachzufolgen oder Dinge zu tun, die du schon für uns vorbereitet hast. Und wir fühlen uns manchmal schwach und wir haben manchmal Angst, ja, so wie der Paulus. Aber deine Verheißung soll in unser Leben neu einziehen, dass wir in deinem Wort lesen, was du Gutes für uns getan hast und was du Gutes für uns vorbereitet hast. Herr, segne jeden hier in diesem Raum und segne jeden da draußen. Ich bete, dass dein Geist, dein Heiliger Geist kommt und Wunder tut, dass dein Heiliger Geist Menschen wieder die Augen öffnet, die blind sind und einfach nicht sehen, dass du der große, gnädige Gott bist, der alles getan hat, damit wir wieder zu dir zurückkommen können. Vater, hab Erbarmen mit uns und schenk uns neue Freude und lass uns an deiner Gnade genügen. Egal was kommt, du der große, gnädige Gott, wir beten dich an und wir bitten dich, dass wir wieder zu neuen Erntehelfern werden und dass wir dafür auf jeden Fall keine Angst haben, dass wir rausgehen und von deinem Evangelium verkünden, das so einfach ist, nämlich dass man mit der Zunge sagt, und mit dem Herzen glaubt, dass du, Jesus Christus, Gott bist und dass du für uns gestorben und auferstanden bist und uns damit erlöst hast. Herr, jeder braucht dich als Erlöser. Hab Dank dafür, dass wir das schon wissen und gib uns die Kraft, dich zu preisen und dich in der Welt zu verkünden. Hab Dank, Herr Jesus. In deinem Namen. Amen.